Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge Nummer 40 von Oxygen Not Included. Ja, unser Biodrucker, der ist da schon noch so ein bisschen am Leuchten, da müssen wir mal gucken, dass wir da jemanden holen oder vielleicht irgendwelche Materialien oder sowas. Und ja, sonst würde ich sagen, gucken wir weiter, wie wir da noch so die Toiletten fertig kriegen und sowas, persönliche Räume. Aber das machen wir alles nach dem Intro, ne? Bis gleich. So, dann gucken wir doch mal erstmal in den Drucker hier. Wähle eine Blaupause. Wir können Hilfspakete Pufflets-Eis holen. Okay, da haben wir drei Stück, die wir dazu kriegen. Die machen natürlich Schleim. Und Schleim können wir gebrauchen, weil wir da Algen rausmachen können. Also würde das sich sehr gut für uns ergeben, glaube. Dann würde ich sagen, nehmen wir die mal. Weil noch ein Dupe. Mordrak sagt ja immer schon, ne? Die muss man auch ernähren können. Und ja, da ist was Wahres dran. Kalorien gesenkt, schnarcht laut. Schnarcht laut ist schon rausgefallen. Kalorien gesenkt ist auch doof. Die haben immer Hunger dann, ne? Keimresistenz erhöht. Immun gegen Lebensmittelvergiftung. Da sind alles schöne Werte. Beginnt mit einer Stufe 2 Fertigkeit. Auch sehr gut. Er sogar mit einer Stufe oder sie mit einer Stufe 3 Fertigkeit. Buh, das ist natürlich eine Ansage, ne? Bestimmt, wie schnell ein Duplikantikon verbrennt oder speiert. Die hat immer schnell Hunger, ne? Tierzucht, Stärke, Landwirtschaft. Ha, das ist natürlich jetzt hier super duper schweres Graben. Nein, brauchen wir nicht. Wir nehmen die Eier. Drucken wir das. So, dann müssen wir nur gucken, dass wir da die Räumlichkeiten für fertig kriegen hier, ne? Wie weit ist das denn hier? Jetzt müssen wir mal gucken. Ich wollte Temperatur mal haben. Okay, da wäre noch ein Raum zum Fertigwerden. Hier fehlt definitiv eine Tür, aber die geht nicht, weil wir da drunter hier noch das Dingens haben. Wie heißt das? Lager haben. Rein theoretisch wäre es ja hier unten am besten. Da ist ja auch schon ganz viel. Wir müssen mal die Prio gerade hier, obwohl da wird schon gebastelt. Lass uns mal erstmal hier eine Tür machen. Wie ist denn die Fahrtemperatur hier links? So, hier können wir das vielleicht machen. Was brauchen die denn? Das war jetzt verkehrt. Das soll da nicht sein. Bau abbrechen. Ich wollte hier den Pufflet haben. Was braucht der eigentlich für Eigenschaften? Temperatur 24. Wo fühlt er sich denn wohl? Das ist die Frage. Wild, 5%. Ich weiß gar nicht. Keime, keine Aufträge, keine Eigenschaften. Schmelzpunkt, okay, Wärmeleitfähigkeit, spezifische Wärmekapazität. Da kann ich jetzt nicht so wirklich sehen, wann der Pufflet, was für der Pufflet für Temperaturen haben. Komfortbereich 15 bis 55. Okay, Komfortbereich. Was haben wir hier? 32 Grad, alles gut. Also verschmutzen Sauerstoff, macht da weg und kriegt dadurch das. Ja, das ist schon mal gut. Ich würde jetzt sagen, wir müssten hier schnellstens fertig werden. Da oben sieht es ja schon mal sehr gut aus. Machen wir hier noch zwei Ziegel zwischen. Und hier machen wir den Ziegel noch bis da weiter. Und setzen die Prio da oben für mal ein bisschen höher. Wir hier oben mal auf 7, dass das fertig wird. Und die Tür müsste die Prio 7 auch noch kriegen oder 6. Ah, 7 wäre auch gar nicht schlecht. So, und dann müssen wir mal gucken. Stationen und eine Brutmaschine haben wir noch gar nicht, oder wie sehe ich das? Pflegestation, Landwirtschaft. Ah, nee, die muss dann wohl woanders sein, oder? Medizin? Nee. Veredeln? Nee. Hä? Ist das bei der Forschung noch nicht freigeschaltet, das Ding? Ah, tatsächlich, ja? Oder? Doch. Nee, ist eine Fischfalle. Das ist nicht der Brutautomat. Wo ist denn der Brutautomat? Haben wir den tatsächlich noch nicht? Nee, es muss ja oben sein. Ah,
Nahrung? Nee. Oder? Hier ist die Tierfalle. Bin ich denn jetzt... Tier sind? Da ist der Brotschrank. So. Und der ist aber schon da. Brüte die Eier von Tieren bis zu schlüpfen können. Zugewiesen, du kannst die Wälder Viehzucht besitzen. Unter Tierkontrolle finde ich den. Okay, Tierkontrolle. Lüftung, Sanitär. Eigentlich sind es dann Stationen. Aber da ist es nicht. Nee. Möbel. Nee. Medizin. Nee. Veredelung. Nee. Das kann ja nirgendwo hier sein. Sanitär? Auch nicht. Nahrung? Läuft das, tatsächlich läuft das unter Nahrung. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier mal den Brutschrank rein. Denn da ist ja schon mal fertig. Wir bauen schnell noch da ein Dingens hin. Ich möchte das auf 6 haben und das auf 6 haben und das Ding mache ich auch auf 6. So, dann geht das schon voran. Und dann müssten wir mal hier schauen. Da gibt es noch ein paar Punkte zu erledigen. Ich hoffe, die kommen da, schlüpfen da jetzt nicht aus, wo ich jetzt da gerade bin. Das wäre nicht gut. Catalina braucht noch was. Bedienung oder Doktorfähigkeit? Catalina macht erstmal... Ach, kann sie nicht, weil dann müsste sie hier. Dann machen wir erst die Tragfähigkeit, kommen wir da auch hin, ne? Sehr gut. Hier wird schön gebaut, das ist schon mal gut. Und dann müssen wir hier gucken, dass wir da den schmutzigen Sauerstoff irgendwann hinkriegen. Den wir überall her haben müssen, ne? Ja, wird spannend. Hier können wir mal einen Wischauftrag geben, glaube ich. Da kann aber gar keiner hin. Auch sehr schön, ne? Ist das Stufen 3? Ja. Das bedeutet, macht es Sinn, hier in die Leiter weiterzuführen? Ich soll eigentlich hier weitergeführt werden, ne? Ist das denn unser Hauptader hier nachher? Haben wir überhaupt irgendwo eine Hauptader geplant? Hier haben wir was geplant, ja. Okay. Dann müsste man das ja hier schon mal so vorbereiten, oder? Da geht's nicht, weil die Pumpe da ist. Okay. Müsste man hier schon mal eine Rutschstange haben, ne? Haben wir die schon im Angebot? Ja, ne? Das würde schon mal funktionieren, ne? Also hier wäre schon mal sinnig, runter zu rutschen. Okay. Der Fingerhutschilf, Wachstum gestoppt, Bewässerung. Okay. Wieso ist denn da kein Wasser? Wo ist das Problem beim Wasser? Mach hier oben Wasser an. Wieso ist da ein Bewässerungsproblem? Das ist doch, das Wasser ist doch hier, oder? Jetzt sag nicht, der braucht schmutziges Wasser, ne? Wachstum wird sich fortsetzen, wenn die Wässerung verbessern. Verschmutztes Wasser, alles klar, kannst du gleich wieder rausreißen hier. Fingerhutschilf, entwurzeln. Das hat nicht geklappt. Was brauchen die denn hier? Wasser. Okay, das bedeutet, die kannst du dann da pflanzen. Fingerhutschilf. Ja. Die Dornblüte wächst da. Kann auch da wachsen. Aber wenn ich jetzt gucke, dann sehe ich auch, dass da das Wasser ja auch schon hinfließt, ne? Also Blödsinn, das umzuändern. Man kann es nur gucken, haben wir welchen davon? Fingerhutschilf ist da. Nee, das ist hier. Dornblüten haben wir nicht. Okay, dann müssen wir da weiter gucken. Äh,
Wie weit sind wir hier? Das ist schon mal freigeschaufelt. Das ist schon mal gut. Oben ist fast zu, bis auf dieses Stelllein. Nochmal auf 7. Kommen sie von oben dran. Naja, und die können sie von hier aus machen. Das passt noch alles. Tür ist schon da. Jetzt müssen wir nur die da irgendwie hinkriegen. Das ist unser größtes Problem, ne? Kann man den einfangen? Ne, kann man nur angreifen. Kann man nicht fangen, ne? Gut. Das wird dann ganz schön schwierig, aber wir können die auch hier oben vielleicht hinmachen, die Pufflets dann. Müssen wir mal gucken. Wie sieht's denn so mit den Gesamtdingen hier aus? Hier ist atembares Gas, okay. Hier ist überall CO2. Hier geht's mit atembarem Gas noch okay. Bräuchte man hier eigentlich weniger, weil wir hier mit den Masken bald arbeiten nur noch, ne? Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Verschmutzte Erde. Die muss doch in Kompost, ne? Kompost ist leer. Wieso wird hier die verschmutzte Erde nicht abgeräumt? Nochmal Prio 6, die macht uns dann nur dreckige Luft, oder? Ja. Das müssen wir mal mit einer richtigen Luftschleuse nachher machen. Aber ist erstmal nicht so wichtig, glaube ich, oder? Der Brotautomat wird schon mal gemacht, das ist schon mal gut. Hier können wir dann auch weitere Ausgrabungen machen. Bis dahin, ist das hier Oxalit? Ne, ist Dünger, ne? Ja. Oxalit haben wir hier oben noch, ne? Ja. Die Maschine ist gleich fertig, das ist schon mal gut. Ach, hier unten ist noch gar nichts fertig. Da müssen wir da die Prio hetzen, setzen. Machen wir mal auf 7. Das müsste ja dann auch fertig werden, ne? Ich hoffe, es kommt niemand auf die Idee, jetzt hier was wegzureißen. Okay. Wieso geht das hier nicht? Ah, zum Glück wird schon mal ein Teil da weitergebaut. Brutmaschine ist fertig. Das ist schon mal gut. Wir brüten hier Pufflet-Eier aus. Brütet Pufflet-Ei. Sehr gut. Jetzt sollte jemand holen und das da reinsetzen, oder? Strom fehlt. Strom ist da. Kabel ist hier. Und Kabel ist da. Und ich hoffe, das wird schnell fertig gebaut. Okay, da sind wir gleich mit durch. Das ist auch gut. Der Ziegel ist schon tatsächlich fertig. Und der auch. Dann könnte man hier schon abreißen. Ne, zerlegen. Da ist schon die Rutschstange fertig. Sehr gut. Forschung läuft noch. Toiletten haben wir jetzt hier drei, ne? Das ist ja schon mehr wie hier. Aber hier, hier geht es noch nicht voran. Was fehlt denn? Unerreichbare Baustelle, weil hier unten noch nicht die Dingens fertig ist. So. Das sollte erstmal funktionieren, ne? Was ist das jetzt hier? Skulpturblock, unvollständiges Kunstwerk. Ja, okay. Da fehlt wahrscheinlich in unserem keine Kunstgrundlagenfähigkeiten. Irgendwer muss die Kunst da demnächst arbeiten, ne? Oh, oh. Ja, zum Glück hat sie selber hingekriegt. Und da baut jemand das andere. Alles klar, passt. Kann sie darüber? Ah, sie macht sich selber fertig, den Weg. Sehr gut. Oh, ein Ei ist schon drin, aber leider ist noch kein Strom da. Und den Strom setzen wir mal auf eine höhere Priorität und zack. Machen wir das mal so, oder? Was haben wir denn hier? Eine Pilzspore. Achso, die hätten wir da rausgerissen. Passt schon. So, Kupfererz ist schon da, sehr gut.
Hier ist alles fertig. Das bedeutet, wir können hier auch sagen, grab mal alles weg. Allerdings auf Stufe 4. Aber Ellie macht das sowieso sofort fertig, weil die nichts anderes macht wie graben, ne? Okay, hier sieht es schon mal gut aus mit dem Strom. Das heißt, wir brauchen nur noch das Stück fertig machen. Gut, die Pufflets, ja. Wie kriegen wir die nach da hinten? Das ist immer eine gute Frage, ne? Der ist ja schon an der richtigen Stelle, ne? Diese Räumlichkeiten sind schon passend. Hier fehlt ein Bett. Möbel. Bett. Okay, man hat auch dieses Bett, ne? Aber machen wir es erstmal so. Und dann könnten eigentlich auch schon welche um... Ne, sind alle besetzt, bis auf dieses Bett dann. Dann können wir hier eins vielleicht wegnehmen und da hochsetzen, ne? Ja, das ist mit der Skulptur doof, weil wir wollen ja auch mal irgendwann dieses Top-Bett machen, ne? Ja, das haben wir alles schon erledigt. Das auch, Erzreiniger in Salz, leere Leinwand, großes Skulpturblock, ja, alles ist gut. Er ist jetzt zum Glück schon ziemlich da. Jetzt sag nicht, der ist da gleich durch. Dann muss dieser Belt aber ganz schnell da zerlegt werden, ne? Der steht in der Tür, das ist auch ganz schlecht, ne? So, da ist irgendwas fertig geworden. Radiator, Flüssigkeitssensoren hier. Flüssigkeitsventil. Ah, das muss da weg. Und hier haben wir noch klimamäßig Flüssigkeitswärmer, Eis-E-Filter und Wasserkühler. Gut, brauchen wir gerade nicht. Schade, die waren beide da drüben und ich habe es nicht hingekriegt, ne? Wenn der fertig ist, dann müssen wir das hier abreißen. Hier geht es gerade, dass einer aufgestiegen ist. Arzneimittel. Okay, dann können wir jetzt hier Viehzucht weitermachen. Sehr gut. Haben wir denn einen, der hier Kunstobjekte macht? Kunstgrundlagen. Ja, hier. Frankie ist dafür zuständig. Frankie kriegt das als nächstes. Gut. Dann haben wir das erst. Das habe ich schon abreißen gesagt, ja. Und dann muss da unbedingt eine Tür rein. Damit es da vorangeht. Das Ei wird schon gebrütet, das ist also Strom ist gelegt, das ist sehr gut. Und hier gibt es Chlorgas, wo kommt das denn jetzt her? Hier weg wahrscheinlich, ne? Ich hoffe, das vertragen die. 9%. Kaum atembar. Ja, da kriegen wir alles hin. Irgendwann. So, Ziegel kann ich auf jeden Fall drüber. Und der Raum abgeschlossen ist. Hier haben wir schon die Hauptleitung gelegt, oder wie sehe ich das? Ist das so? Die Brutmaschine läuft auf jeden Fall. Okay, hier sind immer noch ein paar Eier, ne? Ich hoffe, die schlüpfen nicht vorher aus. Kann man eigentlich sagen, räumen die auf, aber räumen die mal dahin? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, ist vielleicht doch aufräumen angesagt. Ach, gibt kein Lager nicht verfügbar. Pufflet-Ei. Weißt du was? Dann machen wir das mal so, dass wir ganz schnell hier einen Lagercontainer erstmal hinbauen. Prio hochsetzen auf 7 für den Lagercontainer und dann kommen da Pufflet-Eier rein. Falls die dann doch schlüpfen sollten, dann ist es im richtigen Raum wenigstens. Okay. Jo, dann würde ich sagen, sind wir erstmal durch für die Folge, oder? Keine Forschung ausgewählt, das sollten wir vielleicht noch tun. Hier haben wir noch den Gourmetofen, den brauchen wir jetzt gerade nicht. Fossile Brennstoffe. Intelligente Batterie haben wir schon. Hier ist die Dampfmaschine, Solarpanel und Sauna. Förderbänder. Förderschienensperre. Alles mit Förderung hier.
Das ist Metallraffinerie. Glasschmiede. Sweepy Dock. Krankenhaus, okay. Surf Simulator. Was haben wir hier? Espressomaschine. Oxylit Raffinerie. Monotrinkwassersprudler. Achso, der Mordrak hatte mir noch geschrieben, dass das Dingens, wie heißt es? Mach das mal erstmal. Dass wir zu wenig Algen haben, ne? Da müssen wir noch dran arbeiten. Wie viele Algen haben wir denn hier? Da oben. Oh, nur noch 5 Tonnen. Okay, da müssen wir da ganz schnell dran arbeiten. Machen wir sofort in der nächsten Folge neues Ziel, ne? Aber hier sind noch Algen und da sind noch Algen. Das kriegen wir alles hin, denke ich mal. Hier oben können wir ja auch noch welche aufsammeln, ne? Wir werden das hinkriegen, denke ich mal. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.